Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der, naja, heute ist mal wieder Schurremora angesagt, denn ich werde die nächsten Tage beruflich verreist sein und voraussichtlich bis einschließlich Montag nicht für Sie da sein können. Deswegen machen wir heute Dow Jones, DAX und Gold und dann mache ich nochmal eine gesonderte Ausgabe zu Bitcoin und gegebenenfalls Ethereum. Folgendermaßen, das, was der Dow Jones macht, ist A, schwer zu traden und B, hochspannend. Also beides muss man sich klar machen. Und Leute, das Leben ist zu kurz, um die schweren Sachen zu traden. Und das Leben ist wiederum lang genug, um auf die einfachen Sachen zu warten. Was ich damit meine ist, schaut euch mal diese wilden Schwinge an hier. Wilde 10%, 8%, 7%. Jetzt lässt nach. Wenn wir wilde Schwinge haben und dann lässt es nach, dann kommen meistens wieder wilde Schwinge. Die Frage ist nur, setzt sich der Kumpel durch und zwingt den Markt dazu, das noch einmal zu machen? Oder setzt sich diese Welle durch und verhilft der Markt zumindest nochmal in Richtung der Hochs zurückzulaufen? Dieser Kampf ist Stand jetzt nicht entschieden. Punkt. So, gestern habe ich euch gesagt, Mensch Leute, Stärke vom Dow Jones. Ich habe ja über die kleinere Zeiteinheit mir einen Einstieg gesucht. Bei 23.130, gestern bin ich bei einem Stand da wieder rausgeflogen. Okay, keine Verluste gemacht, das ist das Entscheidende. Ich hatte keine Möglichkeit nach System und Stop nachzuziehen. Hatte mich gleich rausgeworfen. Okay, was sehen wir denn hier? Also über die Stunde. Schaut mal, hier seht ihr diese horizontale Unterstützung. Das ist das Tagestief von Mittwoch. Das ist das Tagestief von, habe ich was Falsches gesagt? Von Dienstag, verzeiht mir, das Tagestief von auch Dienstag. So. Das ist entscheidend, ob das halten kann oder nicht. Wenn das nicht halten kann, sehe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der Dow Jones an die 23.360 läuft. Unterstützung, Unterstützung, besonders wenn das noch einmal anzeigt und dann durchfällt. Das Ding ist, um hier an dieses Tief zu laufen, müssen die Bären durch die 200-Tage-Linie. Ja, das macht denn das Traden wieder ein bisschen schwieriger. Das heißt, 23.700 ist eine wichtige Marke. Und die Frage ist, mit welcher Dynamik sie genommen wird, falls sie genommen wird, was machen die anderen Indizes, sind die auch schon durch ihre Unterstützungen durch und ob es dann diese Welle geben kann. Das richtig übergeordnet prozyklische Signal aus meiner Sicht ist unterhalb der 23.300. Dieses Tief, gerne nochmal anlaufen und dann 23.000, erstes Ziel, zweites Ziel, 22.500. Will heißen, wer diese Linie verkauft, den Bruch dieser Linie, hat mehr Wert, hat weniger Wahrscheinlichkeit. Wer das abwartet, dass die 700 fällt oder 680 fällt, der hat mehr Wahrscheinlichkeit, weniger Wert. Wer dann noch wartet, bis diese Unterstützung fällt, aus meiner Sicht ist es dann eine ganz neue Trading-Gelegenheit. Da brauchen wir uns heute nicht darüber zu unterhalten. Erstens. Zweitens, auf der oberen Seite geht es hier um die 24.500. Dann haben wir hier so ein kleinen, also wirklich in einer kleinen Zeit, dann hat eine Art Doppelboden und dann ist der Markt oberhalb der 20 in der 50-Tage-Linie und dann ist er auch oberhalb der 20-Wochen-Linie und dann hat er das Potenzial 25.000 zu machen und gegebenenfalls 25.500 zu machen. Was mir hier in diesem Zusammenhang wichtig ist, es ist, bitte macht euch das klar, es geht mir nicht um mich, es geht mir um eure Kohle. Aus trendlosen Marktphasen Trades zu machen, ist etwas schwierig, denn wir können das jetzt für beide Richtungen spielen. Aus trendlosen Phasen kann es sein, dass der Markt so einen kurzen Abstecher nach unten macht und dann denkt man so, oh ja, jetzt hier, aber der macht nicht die wirklich tieferen Tiefs, um dann nach oben rauszugehen. Nochmals, ich sage nicht, dass es passieren wird. Ich sage nur, das ist die Schwierigkeit, wenn ihr trendlose Phasen tradet oder andersherum. Also der Markt bricht nach oben aus und alle denken sich so, ja, alles klar, jetzt läuft's. Und dann geht er nach unten durch. Und das bitte ich euch, also das meine ich, geht er nach unten durch. Also wenn ihr in einer trendlosen Phase tradet, macht euch bitte klar, auch Ausbrüche von Trendlinien sind nicht gerade Hochwahrscheinlichkeitstrades. Hoffe, dass das angekommen ist. Was den DAX angeht, muss man sagen, der hält seine Versprechen. Wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass wir hier auch über die Stunde zu sehen, hier eine horizontale Widerstandszone ist im Bereich von 12.650, dass wir hier die 200-Tage-Linie haben im Bereich von 12.665 und dass darüber der Markt als erstes Ziel die 12.860 hat und gegebenenfalls die 13.000 machen kann. So, das, was der DAX macht, ist deutlich mehr bullish, meiner Meinung nach. Denn der hat jetzt eine längere Konsolidierung bullish aufgelöst. Auf der einen Seite, das heißt,
das hier, diesen Kampf, haben die Bullen eindeutig gewonnen. Diesen Kampf hier haben eindeutig die Bären gewonnen. Wo sind wir denn? Ja, mittendrin und voll dabei. Und deswegen müsst ihr euch jetzt Folgendes überlegen. Dass ihr sagt, ja Mensch, ich bin jetzt, also Short ist dieser Markt nicht, Punkt. So, wenn ihr jetzt eine Long-Position im Markt habt, ob ihr sagt, und das ist das, was ich mache, okay, ich sichere meine Gewinne ab, auch wenn 13.000 möglich ist, und bin eher bereit, sogar Stops im Bereich von 12.740 Punkten in Kauf zu nehmen, dann ist das immer noch ein Plus-Trade, den ich gemacht habe. Und wenn der weiterläuft, 12.860, 13.000, freue ich mich. Was ich persönlich nicht machen würde, mit dem Wissen, dass das hier eine Art Doppeltop ist und wir da gerade ranlaufen, zu sagen, okay, meinen Stop lasse ich zum Beispiel hier unten und ich will unbedingt aber die 13.000 haben. Dafür ist es das nicht wert für 170 Punkte, dass man über 100 Punkte Gewinn riskiert, aus einem Gewinner einen Verlierer macht und noch am Ende des Tages sehr viele Verluste reinnimmt. Das ist übrigens das, was vielen Tradern passiert. Die haben nicht die Fertigkeit, einen guten Einstieg zu finden. Und wenn dann mal ein guter Einstieg gelungen ist, dann muss der laufen. Also dann ist so das Gefühl, also den muss ich aber jetzt wirklich sonst wohin bringen. Versteht mich richtig, der DAX sieht stark aus. Es geht mir nicht darum, dass man seine Position wirft. Es geht mir nur darum, dass ihr bitte erkennt, dass der DAX vielleicht in der Woche noch besser zu sehen. Hier war es Widerstand, hier ist Unterstützung und da laufen wir ran. So, das ist schon eine ordentliche Widerstandszone, an dem der Markt dran ist. Und je näher man an der 12.860 bis 13.000 dran ist, desto eher bin ich bereit zu sagen, weißt du was, Stop enger, Gewinne mitnehmen, meinetwegen rausfliegen und dann sich ein neues Setup suchen. So wie ich es traden würde. Ich kann doch nicht sagen, was ihr zu machen habt. Gefährlich würde es für den DAX werden und das muss man wissen. Wenn die Bären es schaffen, wieder in diese Range zurückzukommen. Das heißt, wenn es den Bären gelingt, nicht nur die 200-Tage-Linie rauszunehmen, sondern auch per Tagesschluss unter die 12.600 zu fallen. Dann wird man sagen, ja, Moment, wir haben da immer noch die 20-Tage-Linie, die 12.500 als potenzielle Unterstützung. Ja, haben wir. Aber stellt euch vor, es gibt eine Belagerung. So Belagerung, Belagerung, Belagerung. Und dann endlich gibt es den Durchbruch. Und sobald es den Durchbruch gibt, schaffen es aber die hier waren, die wieder rauszuschmeißen. Nicht gut. Auch wenn man sagt, da, aber es kommt noch Verstärkung. Ja, es wäre wichtig für die Bullen, die 200-Tage-Linie und diese Horizontale zu verteidigen. Ansonsten wäre es sogar eher ein schwaches Zeichen. Dann müssten wir uns wieder mit Marken weiter tiefer beschäftigen. Der Goldpreis hat es nicht geschafft, diese Widerstandslinie rauszunehmen im Bereich von 1366. Hier, das ist Widerstand, Widerstand, Widerstand. Okay, jetzt kommt der Markt in Richtung 1300, wichtige Unterstützung. 200-Tage-Linie, wichtige Unterstützung. Horizontale Marke, wichtige Unterstützung. Müsste man sagen, ja, also wenn die fällt, also dann ist Gold in Not. Dann haben wir einen Doppelboden, Verzeihung, Doppeltop. Und dann hat der Markt das Potenzial, das, was er von hier bis hier gemacht hat, also 60 Punkte fortzusetzen in Richtung 12.050, 12.040 zu laufen. Obacht, wegen einer Sache. Und zwar hat der Markt hier zumindestens einen möglichen Trendkanal, eine Unterstützung, eine mögliche Unterstützungslinie. Und deswegen geht es mir um Folgendes. Falls die Bären es schaffen, die Bullen wegzuschubsen, würde ich gucken, was hier passiert. Also machen die eine richtig fette rote Kerze. Wir gehen sogar durch die zum Beispiel 1285 durch. Dann ist es meistens so, dass der Markt entweder nochmal so einen kleinen Pullback macht in Richtung 93, 94 und von hier aus die nächste Welle macht. Oder der Markt bleibt liegen. Das heißt, das ist das, was ich mache. Ich würde mir ganz genau angucken, mit welcher Dynamik und mit welcher Stärke der Markt diese Bewegung macht. Und nur wenn die Kerze groß ist, Volumen hat, ordentlich ausfällt, würde ich sagen, okay, weißt du was, das hier hat sich bärisch durchgesetzt, der kann laufen. Ansonsten besteht auch hier die Möglichkeit, weil hier noch einiges an Unterstützung ist im Bereich von 12,90, 12,85, dass der Markt so einen kurzen Ausreißer macht und zurückgeht. Im Moment finde ich das aber schwach, was Gold macht. Denn Test 200-Tage-Linie, horizontale Unterstützung, Test 200-Tage-Linie, horizontale Unterstützung, Test 200-Tage-Linie, horizontale Unterstützung. Ja, Gentlemen, dann müsst ihr jetzt mal zur Sache kommen.
Ansonsten wird das hier nämlich eine bärische Konsolidierung direkt auf Unterstützung mit Potenzial der Fortsetzung. In diesem Sinne, Leute, ist nur eine Trading-Phase. Nur eine Trading-Möglichkeit und eine Trading-Phase. Denkt bitte dran, habt einen schönen Tag, genießt das gute Wetter. Lasst es euch gut gehen und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn ich wieder mit dabei bin. Mein Name ist Dr. Snashari, habt einen gelungenen Tag.